Als Tänzerin sind die Aspekte von Musik und Bewegung aus der Rhythmik super wichtig, weil man als Tänzerin normalerweise keine musikalische Ausbildung genießt. Man arbeitet immer körperlich, klar, man bewegt sich zur Musik, aber man analysiert eine Musik nicht. Das heißt, man setzt oft die Musik 1:1 um. Ist die Musik kräftig, tanze ich kräftig, jetzt ganz platt gesagt. Als Rhythmikerin habe ich einen ganz anderen Zugang zur Musik. Das heißt, ich kann auf viel mehr Facetten der Musik eingehen und somit kann sich mein tänzerischer Ausdruck zur Musik komplett verändern. Wie bringt man jemanden einen Walzer bei? Auf jeden Fall nicht mit 1, 2, 3 Schritten und üben, so wie in der Tanzschule, weil dann ist nicht der Charakter des Walzers. Der ist nämlich wichtig und das ist der Schwung. Und das sind alles Dinge, die man in der Rhythmik lernt. Was macht einen Tanz aus? Und das ist viel mehr als die 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich würde es jetzt sofort vormachen, kann ich jetzt hier nicht, aber es geht um das Schwingen und um das Gefühl für den Walzer. Das bringe ich erst den Leuten bei und dann fange ich mit den Schritten an. Ich arbeite wahnsinnig viel am Körperbewusstsein. Wie kann ich Räume im Körper entdecken? Das sind auch Sachen aus der Rhythmik. Wie nehme ich Räume im Körper wahr und kann sie für mich nutzen? Wie bin ich auch, das ist auch fürs professionelle Leben nachher wichtig, was ist überhaupt ein Raum? Wie betrete ich einen Raum? Wie nehme ich den Raum um mich herum wahr? Es gibt so einen wunderbaren Trick für Schauspieler, hinter sich den Raum wahrzunehmen und dann nach vorne zu gehen, weil man dann eine ganz andere Aufrichtung hat. Was wünsche ich mir für die Zukunft der Rhythmik? Erstens, dass es überhaupt wieder an den Hochschulen stattfindet, weil es so ein unfassbar wichtiges Fach ist für alle Menschen, die mit Musikern zu tun haben. Und ich wünsche mir, dass man das Künstlerische, was wir alle erfahren haben während des Studiums, dass man das auch nachher mehr ausleben kann. Gut, wir sind keine ausgebildeten Tänzer, aber wir sind ausgebildete Beweger, würde ich sagen, oder Bewegerinnen. Und das Künstlerische, das, ich finde, dass man das schon während des Studiums einfach benennen muss. Wir sind künstlerisch ausgebildet, auch am Instrument. Also bitte auf die Bühne mit uns.